Irgendwann soll ich der Teufel mal am Arsch greifen. Du hast mich zu Tode erschreckt, Charlie Roll. Du lebst eben zu einsam hier draußen, Thomas. Wenn du nur furzt, siehst du bereits Schatten.
Und auch das sind bei dir rote Schatten, hä? Du hast ja keine Ahnung, diese verdammten Schakale. Manchmal sehe ich sie ja. Dann ziehen sie im Tal vorbei mit ihren Lumpen, mit ihren Tieren. Fletcher, mein Freund, hat schon gesagt, wie viel gutes Land wird einfach verschleudert für dies Gesindel. Hier, sieh dir das mal an. Die paar Kleckse, die du hier siehst, das sind wir. Und das übrige Land gehört denen. Findest du das etwa richtig? Naja, das ist immerhin indianisches Gebiet. Damals, als die Spanier hier gewesen sind, haben sie jeden Freitag 12 Indianer umgelegt, um sie den 12 heiligen Aposteln als Frömmigkeit zu opfern. Was in der Welt gibt es für einen Grund, dass wir das jetzt nicht genauso machen können? Hunderte von braven Bürgern wären bereit, das frei werdende Gebiet sofort zu kaufen. Mann, haufenweise könnte man das Geld scheffeln von den Siedlern. Heute ist aber nicht mehr früher, Thomas. Die Zeiten haben sich geändert. Du musst schon einen sehr triftigen Grund haben, um heute einen Indianer umzulegen. Müsste schon so ähnlich sein wie damals, als alle Brunnen vergiftet waren. Und Major Cabot das rausgefunden hat. Ja, das war schön. Nur du musst eins wissen. Der Mann, der die Brunnen vergiftet hat, war Major Cabot selbst. Und zufällig hat er damals noch was gefunden. Nämlich Indianerfedern. Ganz in der Nähe der Brunnen. Ja? Jelly, wenn es nur um einen Vorwand geht, den haben wir doch sofort in der Hand. Lass dir doch auch mal was einfallen. Überleg doch mal, warum legen wir nicht einfach einen um? Irgend so einen unbedeutenden weißen Arsch und wir können dann sagen, die Indianer waren's. Nun mach doch schon die Kiste auf, Junge. Du hast mit Major Cabot gesprochen, stimmt's? Nein. Wieso? Weil du die gleichen Hirngespinste rausbläst wie der alte Sack. Du hast eben nicht die geringste Ahnung von dem, was wirklich passiert, mein Junge. Wir, die alten Kämpfer, wissen das aber. Ich würde eher sagen, weil ihr aus dem gleichen Holz seid. Weil ihr beide den Hang zum Bösen habt. Wenn das der alte Kämpfer hören würde. Sagt mal, Freunde, es ist Freitag. Wen skalpieren wir denn heute? Station.
Vogel. Was soll das? Hey, Frank, der Herr ist wach. Bring ihm gefälligst seinen Morgenkaffee. Yes. Aber Bengel, das ist doch keine Art. So schlecht behandelt man doch seine Flöhe nicht. Da tust du auch gut daran, den Lauf zu ölen. Aber sollen wir dir einen guten Rat geben? Du solltest auch Kimmer und Korn nachfeilen. Weshalb denn das? Weshalb? Weil hier bei uns eine Sitte herrscht. Man steckt einem Fremden früher oder später den Colt tief in den Arsch. Und darum muss alles schön geschliffen sein, damit's nicht kratzt. Das interessiert doch nicht. Jedenfalls nicht Nobody. Was war das eben für ein Body? Das ist mein Name. Mein Name ist Nobody. Also, wenn du vorgehabt hast, Eindruck auf uns zu schinden, das ist dir gelungen. Aber ich weiß nicht, ob... Ich kenne dich doch. Ach, und woher? Ja, sicher doch. Du musst der Dorftrottel sein. In jedem Dorf gibt es einen Vollidioten, der ihn auf diese Weise begrüßt. Wenn ich jetzt ein Schießeisen hätte, würdest du keinen Schritt mehr gehen. Hör mal, Bübchen, ich suche einen Mann. Und was für ein Mann soll das sein? Er sieht aus wie eine ausgekotzte Zwergpygmäe, aber er soll schnell mit dem Colt sein. Ich meine, wenn man auf ihn zielt. Da gibt's bei uns nur einen, das ist Doc Foster. Tja, wie er heißt, weiß ich nicht. Probier's doch mal bei Doc Foster. Der wird dir schon ein hübsches Liedchen singen. Irgendwann mal müssen wir doch von diesem Tisch aufstehen. Das ist doch tierisch. Ich will mal wieder rausgehen, sehen, was sich draußen tut, frische Luft inhalieren. Was soll in diesem Nest hier schon viel passieren? In diesem Saukaff ist immer Sonntagnachmittag. Als ich meine Frau zum letzten Mal gesehen habe, stand sie kurz vor der Entbindung. Vielleicht bin ich schon längst Vater und weiß es noch gar nicht. Lass mich doch nach Hause gehen, Doc. Wenn ein anderer Mann für dich einsteigt, kannst du gehen. Ein anderer ist schon da, frag dich nur, ob er einsteigt. Tag auch. Der Kerl passt mir nicht. Reine Geschmackssache.
Tja. Tut mir leid, Doc. Was denn? Spiel weiter. So. Wie viel, Doc? Passe. 10, nur um mal zu sehen, wie die anderen aussehen. Ich auch. Die 10 und 100. Ach, Verzeihung, ist das was Besonderes, wenn man 4 Asse auf der Hand hat? Das ist schon was Besonderes. Ich nämlich steig aus. Tue ich vorsichtshalber auch. Das waren 4 Asse. Verflucht selten. So ein Blatt hatte ich schon ein halbes Jahr lang nicht mehr. Auch nicht, wenn ich nachgeholfen habe. Dein Colt suchst, der hängt ja direkt vorm Rüssel, Doc. Den anderen habe ich vorsichtshalber auch. All die lieben Leute sind hergekommen, um das Duell zu bewundern. Was denn für ein Duell? Na, ein Duell ist doch hier bei euch so üblich. 2 Typen latschen mit starkem Gang aus dem Saloon und stellen sich einander gegenüber auf. Die langen Kartoffelgreifer hängen lässig runter. Als Variante könnte einer mit gespreizten Beinen dastehen, diese hier. Ein paar rumhängende Geigen machen den Verschwendikowski. Und in der Ferne bläst irgendein Sympathisant auf seinem hohlen Knochen einen Trauermarsch. Und danach kommt nichts mehr. Du hörst keinen Laut. Du hörst nur den wüsten Wind, der ängstlich durch deine Hose streicht. Den erbärmlichen Rest kenne ich. Denn in wenigen Minuten wirst du toter sein, als es je ein Toter gewesen ist. Gleich geht's los! Bringen wir es hinter uns, denn ich habe keine Zeit zu verlieren. Sich in deiner Situation noch was vorzunehmen, ist aber leichtsinnig. Raus hier! So, Jungs, jetzt geht's wirklich los. Freunde, das müssen alle sehen. Doc Post und ihr Fremden werden sich gleich duellieren. Das wird die Sensation! Endlich ist mal was los in unserem toten Nest. Kommt, Leute! Kommt raus aus euren Rattenlöchern! Raus! Das müsst ihr unbedingt sehen! Freunde, es gibt ein Duell! Sheriff, Sie verschwinden besser. Holt die Kinder von der Straße. Bist du nun endlich soweit, Doc? Na, zeig mal dem Papa dein Patschehändchen. Gehört das schöne Pferdchen dir? Stell dich endlich wie ein Mann und hör auf mit den Zicken. Darf ich mal? Entschuldige, ja. Nicht mal Mundgeruch. Bist ein Prachtkerl, gefällt's mir. Ist wohl auch nötig, hm? Ah, willst du auch ein Schlückchen?
Der Gaul kommt ja um vor Durst. Was gibt's denn dem zu fressen? Sowas wie dich frisst er ja nicht. Das Pferd hat auch mehr im Kopf als du. Los, Mann, zieh! Entschuldige, ich muss erst mal einen Mann umlegen. Drück mir die Vorderhufe, dann gibt's noch ein Schlückchen. Lass das Blubbereisen liegen, Doc. Euch die kleine Einlage gefallen? Na, herrlich! Das macht mich echt happy! Wenn euch die Vorstellung gefällt, dann seid so nett und werft was Bares in den Hut da rein! Finde ich angemessen, hat er recht! Einen halben Dollar, Leute! Einen halben Dollar kann jeder von euch opfern für den schnellsten Schützen der Welt! Hier! Yeah. Ich fange an! Seht ihr, sogar der Wind ist auf unserer Seite. Beachtet den Hut, Leute. Noch ist er leer. Aber er würde sich freuen, wenn er bald voll ist mit Geldscheinen. Wie die fertige Ratte gesagt hat, für den besten Schützen der Welt. Ich meine, ihr gebt die Kohlen ja nicht für irgendeinen Scheißdreck weg, sondern für den besten Schützen der Welt. Für Doc Foster. Also ich bin echt stolz auf euch, Kameraden, ehrlich. Herzlichen Dank. Na was denn, und du, Miesling, gibt's gar nichts? Ah, dein Glück, du. Weil es dir gewidmet war, kriegst du auch deine Dunstkiepe wieder. Hier, weil du so schön mitgespielt hast. So, wir sind da, Colonel. Wie schön der wilde Fest. Entschuldigen Sie, die Braut hier wird verwechselt von den Männern. Wir haben nämlich eine Ladung neuer Nutten erwartet für unseren Puff. Es muss auch eine Verwechslung gewesen sein, Sie zum Sheriff zu wählen. Sie haben einen Colonel vor sich. Nur zu Ihrer Information, junger Mann. Wir sind auf dem Weg nach Fort Crescible. Na und? Und ich habe auch erwartet, dass mir Major Cabot jemand zum Empfang herschickt. Kann doch keiner sonst erhäkeln. Ah ja, bedien dich nur, ist ja deins. Geh ruhig nach Haus, damit der Stein von der Seele weg ist. Du wirst mich noch kennenlernen. Verlass dich drauf. Das würde ich jetzt schon ganz gern. Nein. Sie war noch ein Kind, verstehst du? Ein kleines Kind war sie, als du sie verführt hast. Wer denn? Wer? Meine Schwester, du hast die großen Sprüche abgelassen, hast sie sitzen lassen, hast sie geschwängert, ohne sie zu heiraten. Hilfe! Ja, schön so, schrei nur! Jeder soll hören, was du sagst! Und dafür, was du Schwein getan hast, werde ich dich vor aller Leute Augen umbringen! Du hast meiner Schwester hast du das Herz gebrochen! Hilfe, der Mann ist wahnsinnig! Sie ist tot! Sie ist jetzt... Der Mann ist nicht wahnsinnig. Er sieht nur Gespenster. Du, was hast du denn damit zu tun? Ja, der Bart. Der Bart. Das ist es. Das ist der Schlüssel der ganzen Sache. Was denn für ein Schlüssel? Der Schlüssel zu einem perfekten Plan. Sag mal, Fremder, was du bietest, ist beeindruckend. Aber was hast du mit der Sache zu tun? Du hast mich auf eine Idee gebracht, Doc. Nun frage ich dich, was hast du damit zu tun? Ich für meinen Teil finde überhaupt nicht, dass das hier ein Krankenhaus. Keine wieder. Lass mich wieder bei los, du das... Meine Eier! Oh! Was hast du mit meinen Nüssen gemacht? Oh! Ach, die kleinen Dinger sind bald wieder in Ordnung. Bis bald, Doc! Sie sind wahnsinnig. Sie sind alle hier wahnsinnig. Alle. Sehr schön.
Nanu. Donnerwetter, das ist ja eine faszinierende Hand mit einer tiefen Lebenslinie. Die nimmt ja kein Ende. Das ist keine Lebenslinie, das ist eine Narbe. Ich habe jemanden entwaffnen müssen und da habe ich eine Klinge gefasst. Eine Unterbrechung der Lebenslinie, das ist nicht gut. Und das scheint verflucht bald einzutreten. Der Tod lauert als verkleidete Rothaut. Fahren Sie nicht zu Major Cabot, da kommen Sie nur als Leiche an. Sag mal, mein Sohn, seid ihr alle wahnsinnig? Ich habe einen Freund, der hat einen genauso roten Bart wie Sie, Colonel. Seiner ist falsch, aber das merkt keiner. Wollen wir ihn nicht erst mal vorschicken? Als Vorhut, meine ich. Wenn Ihnen Ihr Leben etwas wert ist, dann fahren Sie nicht. Man macht Sie sonst garantiert kalt. Lieutenant! Soldaten! Nimm den Mann fest! Draußen auf der Straße! Lassen Sie sich nicht stören, man ist hinter mir. Moment! Tja. Warten Sie mal! Sie sehen wirklich nicht aus wie ein Gangster. Ich meine, auf den Plakaten, wo auch die Belohnung mit draufsteht. Auf den Bildern sind die Verbrecher meist hässlich. Will man damit die Leute verschrecken? Ach, wissen Sie, die Bilder zeigen nur das Miese, was in uns drin ist. Warten Sie! Küssen Sie mich. Was ist? Papa sagt, der Westen ist zu wild für mich. Er will mich nach Washington zurückschicken. Und ich habe noch nie einen Verbrecher geküsst. Wenn ich das meinen Freundinnen erzähle, die platzen vor Neid. Los, küssen Sie mich oder ich werde schreien. Na ja, ist ja gut, ja. Wo sind die Soldaten? Verflucht nochmal! Ich habe zu sammeln gewollt und stellt das Haus neben den Wahnsinnigen fest. Hier ist ein Wahnsinniger. Das ist ja widerlich, was man alles machen muss. In Ihrem Bett liegt ein Mann! 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 Wer denn? Du! So, und nun? Ich kann nur hoffen, es ist der richtige Wagen. Hinein in den Vergnügen! Ja, oh Gott. Oh Gott, rette mich. Nur dieses eine Mal noch. Dann verspreche ich dir auch, es nie wieder zu tun. Nie. Dort ist der Kerl. Hunde, ihr Bestien, oh, meine armen Hühner. Weg, verschwindet, ich schlag dich tot. Oh, meine armen Hühner. Warum nehmen Sie nicht Ihre Scheißhöhlen weg? Sagen Sie, Don Philippe, sind Hühner für euch Katholiken das Wichtigste in der Kirche? Mein Gott, nein, wir waren hinter dem falschen Mann her. Wir sind den Kerl los und er seine Hühner. Ihr seid Hühnerdiebe, dafür müsst ihr bezahlen, Gott soll euch verdammen.
Das wird er nicht tun. Wir arbeiten für ihn. Hühnerdiebe, ihr Schweine. Meine armen Hühner. Das Einzige, was ich hatte, waren meine Hühner. Los, halt mir zurück. Gleich finden wir den anderen. Bill, was für ein Ort ist das denn? Ein guter Ort, ein Ort der Verehrung. Komm weiter. Und immer weiter dreht sich das Karussell. Na los, seht sie euch an. Die Damen, die ihr seht, warten nur darauf, euch zu verwöhnen. Wohin willst du, Freundchen? Ich will darüber mit Madame sprechen. Du bleibst hier stehen und benimmst dich, ja? Hey, Malkater Junge, wie geht's dir? Na, nicht so müde, meine Herren. Hey. Die Damen langweilen sich. »200.« »Habt ihr euch die Sachen angesehen? Das ist feinstes Silber und von einem Priester gesegnet.« »Früher hat man Kirchenräubern die Hände abgehackt. Also 200 inklusive Tasche.« Sein Geld besser anlegen. Kennst du mich noch? Ich war schon mal hier. Wollen Sie zur Abwechslung mal mich aufs Kreuz legen, Madame? Lucy? Mein Angebot bleibt bei 200, sagt ja, oder steckt das Zeug wieder ein? Lucy! Lucy, komm da raus! Lucy, das ist ein Befehl! Dampfmaschine, ich hab dich schon gesucht. Freu dich, jetzt hast du mich gefunden. Das reicht dann aber auch für die nächsten paar Jahre. Komm, wir haben noch ein paar Termine. Na komm schon. Nein, lass mich doch, Bill. Ich habe ihn ewig nicht mehr gesehen. Da! Wir haben kaum Hallo gesagt. Das nennst du Hallo sagen? Noch eine Runde und du bist schwanger. Was wäre so schlimm daran? Ärgere ihn nicht, Lucy. Er wird eifersüchtig. Eifersüchtig? Ich muss mich mit wichtigeren Dingen beschäftigen. Ich habe diese kleine Schnepfe aus der Gosse geholt. Sie bestand zur Hälfte aus Flöhen. Ich habe sie gewaschen und gebügelt und ihr die Haare gekämmt. Ich habe eine Lady aus ihr gemacht. Ich habe sie mit Luxus überhäuft. Und alles, was sie ist, isst sie durch mich. Die Kleine hat mich ein Heidengeld gekostet. Aber ich habe es dir schon mal gesagt. Wenn du sie haben willst, nenn mir deinen Preis. Kann ich nicht machen. Sie ist unbezahlbar. Nenn deinen Preis, Joe. Bitte, nenn deinen Preis. Oh!
Versteht meine Anwesenheit nicht falsch. Und vor allem, Leute, zieht keine falschen Schlüsse daraus. Ich bin nur hier, um Gerechtigkeit zu üben. Das ist der Strolch, Sheriff. Das ist der, den Sie suchen. Mhm. Sieht auch schon aus wie ein Verbrecher. Du hast ja schon viel geleistet, aber dass du einen von deinen eigenen Leuten verpfeifst. Die Erleuchtung ist über dich gekommen. Die Gnade hat dich berührt, mein Sohn. Nun gib's doch zu, Bill. Du bist berührt worden. Quatsch, wer soll mich berühren? Sind die Sachen hier drin, mein Sohn? Sehen Sie mal nach, ob alles da ist, Pater. Warum habe ich dich damals nicht kalt gemacht, als du halb tot in der Wüste gelegen hast? Weil du ein dufter Kumpel bist. Gott sei Dank, es ist alles da. Jedes einzelne Stück. Gott, ich danke dir für die Gnade. Waren ja echt gute Denkt Stücke. Denkt euch, meine lieben Brüder. Der Mann dort, dieser junge Sünder, war schon weit weg. Er war schon in Sicherheit. Aber da wurde er, wie damals Paulus, als er auf dem Weg nach Damaskus war, erleuchtet. Der Mann kehrte in sich und er kam wieder hierher zurück, weil er geplagt war von seinem schlechten Gewissen und weil er es nicht ertragen konnte, ein schändlicher Sünder zu sein. Was redet ihr da und über wen? Über dich? Über mich? Mhm. Na, da hau ich doch. Diese wahrhaft edle Geste wäre verborgen geblieben für jeden von uns, wenn nicht ein wunderbarer Christ gewesen wäre, um Zeugnis abzulegen über die schändliche Tat. Pater, ich habe nur meine Pflicht getan als frommer Sohn der Kirche. Als frommer Hurensohn, du Sau. Wenn ein Sünder seine Sünden einsieht, dann jubiliert das Himmelreich. Glory, 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 on our knees we're bending. Now the erring prodigal turns to the righteous way. Glory, 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 praying for thy blessing. Hearts in repentance, pledged to Christ today. Glory, glory, glory. Sofort aufhören! Das ist ein ehrenwertes Haus hier. Wir machen uns nicht über die Kirche lustig. Joe! Alles in der Welt bringt er uns hin. Zähl erst mal weiter. Wo war ich? 315, 320, 325 Dollar und alles aus Spendengeldern. Und die alte Hexe, da hat mir nur 200 geboten, weißt du? Siehst du, Bill? Hm. Ehrlichkeit zahlt sich eben doch aus. Du bist reich und dich hat ein Priester geküsst. Ist das ekelhaft. Oh, warum musst du dich eigentlich immer noch schlechter benehmen, als du sowieso schon bist? Ja, klar. Unser kleiner Wackelzeh hier muss wohl nie kotzen, hä? Doch, muss er. Aber er kotzt nicht in seinen Hut. Er kennt sich gut genug aus, um es da zu machen, wo es anständige Leute tun. Auf dem Abort. Da irrst du dich aber, Lucy. Wenn du etwas weniger Zeit damit verbringen würdest, wie eine Zigeunerin herumzulaufen und mehr Zeit damit, mit anständigen Leuten auf dem Abort zu sitzen, hättest du den guten Joe vor mir kennengelernt. Ich habe eben einen ganz merkwürdigen Traum gehabt. Erzähl mal. Mir träumte, ich war irgendwo im Gebirge, die Sonne ging plötzlich auf und beleuchtete die verschneiten Bergspitzen. Und die Felsen zeichneten lange Schatten in das endlose Tal. Der Himmel war stahlblau. Und ein Falke flog. Das heißt, er glitt mir schwerelos dahin. Soll das pfeifende Wind sein? Ich verbitte mir Fragen dieser Art. Das sind des Falken Flügelschwingen. Schabalat, schabalat, schabalat. Hast du das öfter? Psst.
Das ist doch der Hufschlag eines Pferdes. Ja, und dann erscheint plötzlich hinter einem Felsen der Umriss eines Mannes auf seinem Pferd. Der ehemalige Herrscher über dieses Gebiet hier. Der Schatten eines toten Indianerhäuptlings, der seinen Flüchtling verfolgt vielleicht. Die Silhouette siehst du ganz deutlich. Ganz klar im Rot der aufgehenden Sonne. Um seinen Kopf hat er einen Heiligenschein aus Adlerfedern. Wie ein Diadem sieht das aus. Doch, ich kann mich nicht täuschen. Der Mann ist kein anderer als dein Vater, der dich sucht. Mein Vater hat aber niemals Feder getragen. Ich bin nämlich ein Weißer. Ich bin zwar schön braun, aber das ist von der Sonne. Einen Weißen erkennst du aber nur an seinem weißen Arsch. Hier ist er. Hab schon schönere Hintern gesehen. Wenn dein Vater Federschmuck trug und deine Mutter im Wigwam lebt, na schön, Indianer. Und was ist da schon dabei? Ob schwarz, weiß, braun oder rot, was ist da für ein Unterschied? Wir sind alle Menschen und das ist wichtig. Genau. Und ich bin der Sohn einer Weißen, die so weiß war, dass man sie im Bordell von Santa Fe die Gespensternonne nannte. Ich sag das nur so. Angeben wollte ich damit nicht. Nur mal die Verwandtschaftsverhältnisse klären. Ich bin ein Einzelgänger, der immer gegen den Strom schwimmt. Weißt du, warum man mich die Lokomotive nennt? Eines Tages mal hatte ich die Schnauze gestrichen voll und bin auf die nächstbeste Lokomotive und weg war ich. Ganz recht. Und den ganzen Stamm hast du einfach zurückgelassen. Der Mann, der das Feuerross nahm. So, jetzt reicht's mir aber! Tja, Lokomotive, du bist nämlich am Ende deiner Strecke. Seid ihr wahnsinnig? Ihr wollt euch doch wohl nicht schlagen. Nein, ich steig aus. Da vorne hat nämlich einer die Gleise abgebissen. Rolle vorwärts, Lucy! Nur mal schon! Das war ja in letzter Minute, was? Ja. Möchte wissen, wer den Einfall hatte, die Schienen hier enden zu lassen. Vielleicht enden sie gar nicht. Vielleicht soll das mal eine Brücke über das Tal werden. Da können Sie sicher sein. Die Schienen gehen nie weiter. Soll das heißen, es wird nie weitergebaut? Das hier ist das Ende der Western Railroad Company. Alles geht einmal zu Ende, Amigos, und hier sogar die Welt. Übrig gebliebene Schienen sind ja noch jede Menge da. Aber der Pazifik ist noch weit weg, darum hauen wir ab. Wo ist das Ding wirklich? Was denn? Na, der Pazifik. Ich hab schon immer gesagt, Eisenbahnen haben in diesem Land keine Zukunft. Ja! Hey! Hey! Sagt mal, Kameraden, wo wollt ihr denn nun eigentlich hin? Davon haben wir jetzt noch keinen Schimmer. Aber der Ingenieur, das Schwein, hat uns sitzen lassen. Wir haben schon was finden. Ja, das wär's doch eigentlich. Natürlich. Nobody, Bill, komm mal her, hier gibt's einen schönen heißen Kaffee. Ach, ein warmen Tröpfchen ist immer gut. Hm. Ja. Bill beschluckt sich schon wieder in seinem Feuerwasser. Das ist deine Lieblingsbeschäftigung, besoffen sein. Ich besauf mich nie, mein Schatz. Ich werde höchstens lustig. Man muss nur die richtige Antenne haben, um deinen Humor zu verstehen. Indianer sind von Natur aus komisch. Na nu, ja. Nun reiß dich mal am Riemen. Ein Häuptlingssohn wirft doch nicht so schnell einen Flachmann mit Korn. Ach ja, ich brauchte nur eine Handvoll Männer. Aber richtige Kerle, die alles auf dem richtigen Fleck haben. Dann würde ich aber richtig aufräumen in diesem verdammten Scheißland. Einsamkeit. Das Einzige, was ich reichlich habe. Die Einsamkeit eines Genies. Mach die Lauschlappen auf, Genie. Kannst du das? Ich hab dir nämlich einen Vorschlag zu machen. Wir beide könnten noch zusammenarbeiten. Ja, richtig. Eine fabelhafte Idee. Wir können noch alle drei zusammenarbeiten. Ich hab mir andere Partner vorgestellt, als ihr seid. Machst du mit oder nicht? Naja, wenn man bei diesem Unternehmen einen umnieten kann, wen soll's denn treffen? Der Bursche heißt Major Cabot. Ist das etwa der berüchtigte Indianerkiller? Also ein Mann, der unsere ganze Achtung verdienen sollte. Daran besteht doch wohl kein Zweifel. Sieh mal, Bill. Wenn du allein oder mit nur wenig Hilfe ganze $300 zusammenkriegst, oder mehr sogar noch, könnten wir, wenn wir zusammenarbeiten, ganz auf die Schnelle 300.000 machen. Hey, wie viel sagst du, soll das sein? Das ist nämlich die Summe, die der Major, statt sie den Indianern für ihr Land zu zahlen, einfach behalten hat. Da bin ich schon bei. Was soll ich tun?
Du warst doch beim Militär. Ja, sicher. Wie jeder andere weiße Mann auch. Welchen Dienstgrad hattest du? Deserteur. Ob du einen Colonel geben könntest? Mhm. Würde ich eine ausgesprochene Glanzkarriere nennen. Vielleicht fällt dir dann bei mir auch mehr ein. Ah, ich würde sagen, vielleicht sollten wir zunächst eine Uniform besorgen. Auch eine Uniform ist bereits auf dem Weg. Aber du brauchst noch einen schönen großen Bart. Ein Sauerkohl? Ich? Meinst du sowas hier? Aha. Der Colonel, den du spielen sollst, trägt so einen. Nur seiner dürfte nicht geklebt sein. Na ja, dann lass ich mir einen wachsen. Ich hoffe doch, wir haben Zeit genug. Da kannst du warten, solange du willst. Hier wächst ja doch keiner. Indianern wächst nun mal kein Bart. Hier wächst aber einer, weil ich nun mal kein Indianer bin, du blöder Hund! Ist was? Was suchst du denn da? Psst! Irgendjemand will uns besuchen. Ich höre Hufschlag und eine Kutsche. Ich wollte euch nur mal demonstrieren, wie es diese dämlichen Rothäute machen, wenn sie entfernte Geräusche identifizieren wollen. Das machen sie auch heute noch so, im Zeitalter der Telegrafie. Kaum hören sie was schon, schmeißen die sich auf den Boden. Meinst du, sie kommen hier lang? Wer? Wie soll ich denn das wissen, Kamerad? Also wenn du der Meinung bist, dass man so einfach das Ohr in den Dreck legt und hört auch, wo die langfahren, dann versuche ich's mal. Mit einer Eskorte? Nein, aber die Kutsche wird verfolgt. Wie viele Reiter etwa? 4. Indianer? Nein, beschlagene Pferdehufe. Und sie schießen. Ja, sie schießen. Kann ich mir denken. Woher kannst du dir das denken? Du hattest nicht dein Ohr auf dem Boden. Bist du Hellseher? Das erklär mir bitte mal. Dann packe ich mich auch nicht mehr. Ich kann dir sogar sagen, auf wen sie schießen. Auf einen Colonel mit einem roten Bart. Seht ihr? Nur wenn man kein Indianer ist, kann man so daneben tippen. Hey, wo seid ihr denn? Hier ist die Kutsche und da ist der Idiot mit dem roten Bart. Aber von den Verfolgern sehe ich leider nichts. Hände hoch! Eine falsche Bewegung! Sonst ist es aus! Sonst ist es aus! Ja, Lokomotive, jetzt kannst du dich wieder umdrehen. Was denn? Mortimer? Wie seht ihr denn aus? Ihr seht ja aus wie Indianer. Eine momentane Mode, mein Junge. Was nach wie vor aber unmodern bleibt, sind Leute, die plaudern können. Wirf deine Knarre weg. Bill, es tut mir echt leid. Aber du hättest nicht sehen dürfen, was du gesehen hast. Was denn? Ich hab doch gar nichts gesehen. Du hast den Colonel gesehen? Und uns als Indianer verkleidet? Wie denn was? Denn ihr seid Indianer? Du glaub mir, das hätte ich nie gesehen. Also ehrlich, mein Ehrenwort nicht. Na, Indianer hin, Indianer her, uns hast du gesehen. Ich? Oh nein, nein. Und mit wem hast du dich gerade unterhalten? Mit mir selbst. Ich unterhalte mich immer mit mir selbst. Du weißt, die Prärie und die Sonne, das schadet. Ich antworte mir und erzähle. Und hoffe nur, dass es irgendwann mal jemand hört. Hört mich keiner! Wer mich hört, der möge antworten! Ich bitte dich, Mortimer, erinnere dich doch mal an die alten Tage, wo wir beide zusammengearbeitet haben. War das nicht eine Bombenzeit? Oh.
Was würde Jelly Roll dazu sagen? Ich meine, so ein kaputtes Ding überhaupt zu denken. Nun sag doch mal was. Warum antwortet ihr nicht? Also komm, machen wir es kurz. Nein, das ist doch ein Scherz. Das kann nicht euer Ernst sein. Halt! Nicht schießen! Oh. Bill ist doch mein Bruder. Na sieh mal an, da bin ich aber am Staunen. Wo hast du denn das holde blonde Schwesterlein aufgerissen? Na komm doch mal her, lass dich doch mal betrachten. Na komm doch schon, na komm, komm, na komm doch mal her, komm. Nun sei mal schön brav und mach ihn mal schön hoch auf den Vorhang. Wenn du deinen Bruder retten willst, dann wirst du dich vierteilen müssen, denn du musst jeden Einzelnen von uns zufriedenstellen. Na los, nun mach schon. Hoch mit dem Rock. Also einem fremden Mädchen unter den Rock zu gucken, ist ja nun wirklich nicht die feine Englische. Da hinten ist wohl ein ganzes Nest. Also wenn wir Frauen und unbewaffnete Männer mal ausklammern, dann bin ich allein. Ich wäre auch sofort bereit, mich zu vierteilen, wenn ich euch damit zufriedenstellen kann. Nicht doch, nur ruhig, Blutkerlchen. Sieh mal, wir wollen uns doch nur ein bisschen mit deiner Kleinen amüsieren. Ja, warum denn nicht, Nobody? Wenn die sich amüsieren wollen, dann sollen sie. Ich amüsiere mich auch sehr gern. Mal sehen, was ihr zu bieten habt. Ich finde, solch eine Chance sollte man sich nicht entgehen lassen. Vier auf einmal, wer hat es schon? Tu deinen Coltgürtel runter. Ja, nun tu schon weg die Knarre. Kannst du ja auch nicht treffen, er hat sich ja bewegt. Was heißt das, er hat sich bewegt? Das heißt, du hast auf dem Rummelschießen gelernt, du triffst nur unbewegliche Ziele. Ah, schon wieder beleidigt. Mit Pfeil und Bogen kannst du sicher besser umgehen. Oh, ich hab solche Angst gehabt. Wieso? Du hast doch ein Höschen an. Das lass lieber, Lucy, sonst muss ich ihm doch noch Geld für dich bezahlen. Komm hierher! Oh, na, aber gern. Sag mal, wie kommt es, dass du ihn für deinen Scheich und mich für deinen Bruder ausgibst? Oh, weil ich mich beim besten Willen nicht zwischen euch entscheiden kann. Ich weiß ehrlich nicht, wen von euch beiden ich mehr liebe. Hab ich's nicht gesagt? Aber sie wollten ja nicht auf mich hören, mein Guter. Ich muss sterben. Naja, das tut uns ja dann auch leid. Sein Bart ist echt. Ja, mein Guter, lass mich nicht sterben in der Ungewissheit. In der Ungewissheit. Na, was denn du? Weshalb zieht ihr mir immer alle an meinem Bart? Wenn ich es ihm jetzt sage, versteht das ja wohl nicht mehr, nicht? Und Major Cabot wird auch bald wissen, dass der Colonel tot ist. Also stehen wir wieder am Anfang. Oh, sieh mal ihn. Das scheint ihm Spaß zu machen. Mann, oh Mann, hat der es eilig. Nein, er reitet zu Jelly Roll. Was ist dieser Jelly Roll eigentlich für ein Typ? Von Haus aus sauer. Frecher Natur. Er hat ja auch allen Grund, sauer zu sein. Wir haben fast seinen ganzen Haufen umgelegt. Nur einer konnte noch mal flitzen. Aber die drei anderen stehen nicht mehr auf. Na ja, kommt ganz drauf an. Er war's. Alle drei hat er umgelegt, hat ihn mitten zwischen die Augen geknallt. Aber der hat mir den Feuerspender zugeworfen, Jenny Roll. Ich selbst hätte mir nie erlaubt, deine Männer alle zu machen. Was ist denn nun, du Stolz? Kommst du oder soll ich dich holen? Ich komme! Du, nehme ich an, hast sie abgelenkt mit deinen hübschen Schenkelchen. Nun, sie brauchten ja nicht hinzusehen, nicht? Es ist ein Jammer, Bill, dass du bewegliche Ziele nicht triffst. Das ist doch gar nicht so schwer. Das ist richtig, aber Gott sei Dank kannte ich das Geheimnis. Sonst würde ich jetzt auch tot in der Wüste liegen.
Siehst du? Bei mir sitzt jeder einzelne Schuss. Üben musst du, das ist alles. Üben auf bewegliche Ziele. Aber du hast auch Mortimer getroffen. Nein, das stimmt nicht. Wie war das? Du hast dich doch weggedreht. Ja, so. Siehst du? Ich hab doch gesagt, du hast ihn getroffen. Nächstes Mal triffst du ein bewegliches Ziel genauso gut. Du siehst, nur üben. Nun wissen nur noch wir vier, dass der gute Colonel Pembroke tot ist. Es ist so richtig erfrischend, mal mit einem Mann zu arbeiten, der weiß, was er will. Was wird aus dem Toten? Verscharrt ihn auf dem mexikanischen Friedhof. Ein schlaues Kerlchen, dein Freund, was? Du kannst ihm absolut vertrauen, weil er zu mir gehört. Mir scheint aber eher, dass du zu ihm gehörst. Dann wollen wir den Colonel mal wieder auferstehen lassen. Fang an zu beten. Wir sind keine gewöhnlichen Normalbürger. Hä? Oh ja, wir sind keine gewöhnlichen Normalbürger, Major Cabot. Wir sind Amerikaner. Wir verstehen uns als Rückgrat einer fabelhaft großen, unschlagbaren Nation. Wir sind die Verkörperung des Rechts und treten für die höchsten moralischen Werte unseres Volkes ein. Ist doch echt gut. So, und jetzt der Bart. Moment, der lag doch hier irgendwo. Ah ja, da ist er. Aber nicht doch, Junge. Das ist kein Whisky, das ist Kleister. Da klebt man sich den Bart mit schön. Also für mich sieht er echt aus. Perfekt. Ich meine, wenn jetzt noch die richtigen Hosen dazukommen und echte Stiefel? Und die werden wir jetzt auch noch auf Hochglanz putzen, die Stiefelchen? Und die Schulter ein bisschen höher? Oh, für mich sieht er fantastisch aus. Was guckt ihr so? Echter kann man gar nicht aussehen. Ja, zum Verwechseln. Tja. Dann dürfte es wohl sicher sein, dass sie dich abknallen. Hm? Fang an zu beten, Bill. Ich muss es nochmal hören. Wir sind keine gewöhnlichen Normalbürger, Major Cabot. Wir sind Armee. Jetzt müsstest du es doch können. Die ganze Nacht durch hast du den Mist wiederholt. Die ganzen Anweisungen. Aber ich hab auch die Schnauze voll. Ich fühle mich jetzt schon äußerst unwohl in dieser Also, du kommst ins Fort, machst artig deinen Diener als Colonel Pembroke und dann beschlagnahmst du sofort die 300.000 Dollar. Und was dann? Tja, dann, also wenn sie mich noch nicht gehängt haben, verschwinde ich blitzschnell in östlicher Richtung, wo du wartest. Also, warte mal. Wenn ich mit Geleit komme, hältst du die Kutsche ab. Setzt mir das 45er Rohr an die Kehle und sagst, keiner rührt sich, sonst fällt dem Mann der Kopf ab. Ich meine, du kannst sagen, was du willst. Hauptsache, es wirkt. Und weiter? Ja, und wenn kein Geleit dabei ist, dann lassen wir das mit dem 45er Rohr und singen alle weiter. Tralala, singen durch die wunderschöne Natur, durch Blätterwälder, bis wir an einen Palmenstrand kommen und uns sonnen können. Mhm. Na, großartig. Einfach hervorragend. Und darüber bist du traurig? Den Pinsel weg, du Schmierfink, das reicht. Yes. Da könnte ich doch schon wieder verzweifeln. Sieh dir den Mann mal an. Das glaubt doch nicht mal ein eingetretener Briefkasten, dass das ein echter Soldat sein soll. Wenn man dir einen Offizier abnimmt, bin ich genau. Ja doch, bitte, ist doch mein Reden. Ich schätze, die werden uns nicht mal ins Fort reinlassen. Die fressen uns gleich draußen am Tor auf. Ja, bis auf deine Füße. Die stinken bis hier oben. Gib Gaskeule. Ja. Ja. Indianer mit seinem Geisterwagen. Was hat denn das zu bedeuten? Na, das ist auch in die Fiat Erdini. Von da ist es bezahlt worden. Na, das ist auch in die Von da ist es passiert. Dein Kauderwelsch verstehe ich nicht. Was sagst du? Ich bin Colonel der amerikanischen Armee. Denn Soldat auch in die Kohlerspasse. Ich verstehe kein Wort. Was soll das überhaupt für eine Sprache sein?
Weißt du eigentlich, mit wem du redest? Mit mir? Bevor der auch völlig verwelkt, steck ihn dir sonst wohin. Hey, nun lass doch mal deine grauen Zellen arbeiten. Du musst ihn doch gar nicht verstehen. Du bist doch nicht aus seinem Stamm, oder? Na und? Ich bin immerhin der Mann, der sieht, was sich vor seiner Nase abspielt. Das hat sogar die alte Rothaut mit. Verflucht und zugenäht, was war denn das? Das ist die Western Railroad Company. Die sprengen sich ihren Weg durch die Berge bis zum Pazifik. So, und nun benutz mal deine Birne zum Denken und nicht nur als Hutständer. Du, Nobody! Sag doch dem Alten... Ja? Willkommen in Fort Christabel, Colonel. Ich bin Major Cabot. Wir sind keine gewöhnlichen Normalbürger, Major Cabot. Wir sind... Später, Daddy, nachher. Ich nehme an, dass diese junge Dame da Miss Pembroke ist. Ja, meine über alles geliebte Tochter. Immer wieder ein Wunder, wie die schönsten Blüten auf dem trockensten Wüstenboden gedeihen können. Aber gehen wir doch ins Haus. Hier, fang mal auf! So, bin ich ein Gepäckträger? Sagen Sie mal, Major, wofür ist denn der Galgen? Wie soll ich sagen? Er ist zum Aufhängen gedacht. Ein Indianerschwein, Sir. Ein Pferdedieb. Tja, gestatten Sie. Gehen wir ins Haus. Darf ich bitten? Ich hoffe, Sie sind mit Ihren Räumen zufrieden. Ich habe die beste Unterkunft im ganzen vorherrichten lassen. Ich bin sehr angenehm überrascht, Major Cabot, denn ich habe ganz ehrlich gesagt einen so vollkommenen Gentleman, wie Sie es sind, nicht in meinen Träumen zu hoffen gewagt, hier anzutreffen. Nehmen Sie das als Kompliment. Danke. Dem Pigment meiner Tochter schließe ich mich an. Tja, meine Liebe, unter diesen harten Uniformen schlagen weiche Kinderherzen. Zum Beispiel mein Adjutant Milton. Er sieht aus wie ein Riesenbär, aber in Wirklichkeit ist er ein kleiner Junge, der nur äußerlich gewachsen ist. Ansonsten sind wir hier alle ganz normale, gewöhnliche Männer. Wir sind keine gewöhnlichen Normalbürger, Major Cabot. Wir sind Amerikaner. Colonel, möchten Sie eine Zigarre? Ich hoffe, dass ich damit Ihren Geschmack getroffen habe. Wir Männer sind das Rückgrat einer großen... Selbstverständlich, Sir. Du rauchst ja, Papa. Na, denkst du, mir qualmt der Kopf vom Denken? Tja, wir sind das Rückgrat einer großen Nation, die fest und... Wenn der Bart zu fest haften sollte, nehmen Sie ihn ab, sonst verbrennen Sie bei lebendigem Leib. Oh. Sergeant! Stinkt ja scheußlich. So, wie gesagt, die beste Unterkunft im Fort, die eigens für außergewöhnliche Leute wie für euch vorbereitet wurde. Zauberhaft die Blüten in der Wüste auch sein mögen. Ich werde dir deine Blütenblätter einzeln rausreißen, wart's nur ab. Kommen Sie, Sergeant. Du bist echt mit den Nerven fertig, Bill, und völlig verblödet. Du Drecksau, du! Ich verstehe das nicht. Wir haben ausgemacht, dass du als Colonel verkleidet hierher kommen sollst. Und was machst du, Idiot? Du kommst tatsächlich her. Mit einmal traust du mir, hat dich der Teufel persönlich angepisst. Oh, Billy Boy, es macht keinen Spaß mehr mit dir. So, und
Und jetzt werden wir uns den dritten in diesem Bunde vornehmen. Aber da müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein. Der Vogel ist äußerst gefährlich. Was hat Jelly Roll gesagt? Wie heißt der Bursche? Nobody. Zigarre. Nobody, Sir. Merkwürdig, wie sich manche Leute nennen. Dann teilen Sie mal ein paar Leute ein, die sich auf die Suche nach ihm machen. Wo soll ich suchen? Jelly Roll sagt, dass dieser Bursche einfach nie zu fassen ist. Mal ist er hier, mal ist er vor einem, mal hinter einem. Er ist flink wie ein Wiesel. Wo soll ich ihn suchen? Das, mein Junge, ist dein Problem, nicht meins. Ich will nur, dass er hergebracht wird. Jawohl, Sir. Wenn Sie ihn haben, sofort in mein Arbeitszimmer. Yes, Sir. Was soll das? Was tun Sie hier? Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Ein Nickerchen und ich suche ein Ei. So ein winziges kleines Eichen, das ist braun und hellgrün gesprenkelt, das liebe kleine Eichen. Einfacher ausgedrückt sieht's aus wie ein Stück Bisonkacke. Hm? Da ist ein kleines Geierchen drin. Und mit dem kleinen Hakenschnäbelchen? Dann steckt's das rosafarbene Köpfchen raus. Dann kommen die kleinen Flügelchen nach. Und in dem Moment ist die Geiermama da und senkt sich majestätisch wie alle Mamas mit einem Stückchen Fleisch vom Himmelchen herunter und füttert den kleinen lustigen Geier-Willi. Junger Mann, ich habe das Gefühl, Ihnen hat die Wüstensonne ein bisschen zugesetzt. Im Himmel, direkt unter der Sonne, zieht der Geierpapa seine riesigen Runden. Und dabei passt er auf, dass der Geiermama und dem kleinen Geierbübchen nichts passiert, während er auf der Piste rumstreucht. Doch mit einem Mal, wumm, ein furchtbarer Knall erschüttert den Berg. Der Felsen fliegt auseinander wie eine Urexplosion. Und die Klamotten, der Staub des Todes, hebt sich und dann... Dann weint der Geierpapa im Himmel, weil nämlich Frau Geier und das kleine Bübchen tot sind. Kaum geboren war das Baby wieder tot. Bitte machen Sie den Burschen klar, dass Sie mit dem Töten aufhören. Wer denn? Die Eisenbahnfritzen. Die kommen einfach mit ihrem Sprengstoff und jagen jeden Berg in die Luft. Sie bohren tiefe Löcher und wieder, wumm! Und alles ist hinüber, Papas, Mamas und die vielen hilflosen Kleinen. Und noch schlimmer ist, dass man bei dem Krach kein Auge zukriegt. Denn ich schlafe nämlich da genau unterm Red Rock. Es ist einfach Ihre Pflicht, Sie davon abzuhalten. Los, raus hier. Ach, dann sind Sie wohl sicher nicht zuständig. Aber in der Stadt sagte man mir, dass Sie Geier schützen. Ja, ja, sicher, richtig. Ich füttere Sie mit dem Leichenfleisch von Spinnern, die hier in meinem Büro sitzen und mir die Zeit stehlen. Los, raus jetzt! Oi, können Sie heftig sein. Halt! Einen Moment noch. Oh, fein, Sie retten doch die kleinen Geierlein. Ein tierlieber Mensch. Was sagten Sie doch gleich, wo Sie gewöhnlich schlafen? In einer Höhle unter dem Red Rock. Haben Sie darüber schon mit irgendjemand anderem gesprochen, über, über Ihre bewundernswerte Fürsorge, was die Geier betrifft? Haben Sie das schon irgendeinem anderen erzählt, außer mir? Nein, ich kam direkt zu Ihnen. Gratuliere, mein Junge, das haben Sie richtig gemacht. Ja. Wache! Ach. Mensch, so einen feuchten Knast habe ich noch nie erlebt. Nicht mal Streichholz geht hier an in der Scheißhöhle. Ist ja auch egal, die foltern mich sowieso zu Tode. Ach, und mir will er die Blütenblätter einzeln rausreißen. Das hat aber auch was Gutes, dann wirst du endlich deinen blonden Stinker mit den blauen Augen vergessen. Wieso denn? Was hat Nobody damit zu tun? Jelly Roll hat uns doch aufs Kreuz gelegt und du bist ihm auf den Leim gekrochen. Ja, und wenn du morgen früh die Schlinge um den Hals hast, dann wirst du den Gunter immer noch verteidigen. Antworte, stimmt das? Nein! Ich bin nur auf seiner Seite, weil er mein Freund ist, mein Schatz. Ein Freund, auf den man sich verlassen kann. Aber wenn du dich immer noch darauf verlässt, dass er dich vielleicht zu seiner Frau macht, dann dürfte es jetzt leider etwas zu spät sein. Du ödest mich dermaßen an. Das Einzige, was ich effektiv bedauere, ist, dass ich mir den guten Nobody nicht mal zur Brust genommen habe. Das bedauere ich auch! Erzählt mir die Pfeife was von $300,000! Aber die großen Sprüche, er ist der Meister, er durchdenkt alles, er ist ein Genie! Weißt du, was ich mit ihm machen würde, wenn ich ihn jetzt in die Finger kriegen könnte? Ich würde ihm den Hals umdrehen und ihn Stück für Stück auffressen! Tu dir keinen Zwang an, Keule, aber das gibt sicher Dünnschiss! Oh, no!
Oh, Buddy, dich sendet der Himmel. Ich hab gewusst, dass er uns hier rausholt. Oh, na sicher doch. Er ist der Größte, aber wie du siehst, atmet das Denkgenie auch gesiebte Luft, wie wir. Aber mir macht das Sieb nichts aus, du Pflaume. Ist das nicht herrlich? Er hat schon wieder einen Einfall, wie er hier rauskommt. Jetzt fängt mir die Sache allmählich an, Spaß zu machen. Morgen früh werden sie uns zwar aufhängen, aber wenn wir hängen, hängen wir ja an der frischen Luft. Nee? Ist ja gut, nimm den Lappen rein. Glaubst du, dass sie uns aufhängen? Ach was, Indianer sehen immer schwarz, das liegt an ihren Füßen. Merkst du, bekloppter Hund, denn nicht, dass alles genau nach Plan läuft? Nicht doch, im Ernst? Mhm. Genau wie beim Billardspiel. Du spielst die Kugel gegen die Bande, daraufhin rollt sie auf eine andere Kugel zu und stößt diese ins Loch. Was ist denn hier los? Wo wollt ihr hin? Nun passen Sie mal auf, Meisterchen. Wenn Sie hergekommen sind, um uns zum Weiterarbeiten zu überreden, dann können Sie sich Ihre Worte sparen. Wir haben nämlich die Schnauze voll. Wir wollen einfach weg. Und daran hindern Sie uns auch nicht. So ist es, Meisterchen, möchte ich hinzufügen. Dazu kommt, dass der Berg hart ist wie eine Panzerwand. Der scheint aus purem Metall zu bestehen. So was habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Ich fasse es nicht. Dass das denen zu hart war, verstehe ich. Aber dass diese Eisenbahnleute, dass denen nicht aufgefallen ist, was sie hier vor der Nase haben, das ist Quarz. Bestes Quarz. Da braucht man nur zu kratzen. Einen kräftigen Schlag und es regnet Nuggets. Nur ein paar Schläge mit der Axt. Und wir haben pures Gold in der Hand. Das gleiche Gold wie auf dem Stuhl. Ich hab's untersuchen lassen. Reines Gold. Mensch, ich begreif das einfach nicht. Kommen Sie, reines Gold! Seit 15 Jahren sage ich schon, dass in diesen Bergen Gold sein muss, aber niemand hört hier auf mich. Ach, oje. Das fehlt mir gerade noch. Wer ist das? Der Chef von denen. Mann, der in die Ferne sieht, ihr alter Häuptling. Unsere Pferde dürften wir auch los sein. Sprechen doch Indianisch, Sergeant. Verhandeln Sie mit ihm. Na, ich kann es versuchen. Aber übertreiben Sie nicht. Jatte. Jatte. Machen Sie mal klar, dass ich bereit wäre, ihm ein sehr großes Stück Land, das reich an Büffeln und Wasser ist, für dieses Stück unfruchtbare Steinwüste zu geben. Und ich wäre bereit, eine ordnungsgemäße Abtrittserklärung für die Indianer zu unterzeichnen. Sagen Sie ihm das. Agines, Keake, Shadina, Schnee. Was sagt er? Er sagt, dass er mit Ihnen nicht verhandeln will. Er wäre aber bereit, mit dem netten Colonel mit dem roten Bart zu verhandeln, der jetzt bei uns im Fort ist. Da sind wir angeschissen. Das steht noch nicht fest. Fragen Sie ihn, ob er den Mann, den er meint, schon gesehen hat. Agia Stines, Ayego Bejonese. Er hat gesagt, gesehen hat er den Mann noch nie. Er hat nur schon viel von ihm gehört. Ah, wenn das so ist, sagen Sie ihm doch, dass der Colonel Rotbart erfreut sein wird, seine Hand zu drücken und mit ihm zu verhandeln. Tja, aber Colonel Pembroke ist doch... Er genießt nach wie vor unsere Gastfreundschaft im Fort Cristobal. Mhm. Na, das geht. Verstehst du das? Ich... Na los nun, mach schon, Mensch. Ich, da kann man nicht aussehen. Ja, ausgezeichnet. Hm.
Major, der Colonel. Was ist, soll ich dir Beine machen? Los, komm! Na komm! Ah, Colonel Pembroke, meine Leute und ich freuen sich sehr, dass Sie und Ihr nettes Fräulein Tochter als Gäste von Fort Christopher sich so außerordentlich wohlfühlen. Miss Pembroke, darf ich Ihnen sagen, Sie sehen aus wie die schönste Blüte der Wildnis. Fantastisch, wie Sie einem schmeicheln können. Ich hoffe nur, dass Sie das auch wirklich meinen, was Sie sagen. Sie dürfen meiner Wertschätzung sicher sein. Darf ich Sie dann zu Tisch führen? Danke. Erinnern Sie sich noch, Colonel, als wir damals in den Schwarzen Bergen von Indianern umzingelt waren? Stellen Sie sich bitte vor, ein spärlicher Reitertrupp auf dem Gipfel eines Berges und rundum am Horizont, soweit das Auge sehen konnte, wimmelte es von Indianern. Ich bin damals noch ein junger Lieutenant gewesen und Sie, Colonel, ja, ich weiß nicht mehr genau, waren Sie Major oder waren Sie Captain zu der Zeit? Wie? Ich war General damals. Ich habe noch nie einen so amüsanten Mann wie Ihren Herrn Vater getroffen. Da stimme ich Ihnen zu. Ich auch nicht. Ja, und als der Colonel dann merkte, denn er war damals schon Colonel, dass wir in einer ausweglosen Situation sind, sagte er, steigt ab, lasst uns zusammen sterben. Es war ein Gemetzel. Und warum sind wir nicht getötet worden? Das wirst du gleich sein, wenn du den Mund nicht hältst. Ich würde sowieso gerne erfahren, was ich hier soll. Morgen früh wirst du dich mit einem alten Indianer unterhalten. Und was ist mit den 300.000 Dollar? Nicht der Rede wert. Darf man erfahren, was nicht der Rede wert ist? Ihr Vater fragte mich gerade, warum ich für diese ruhmreiche Waffentat nicht ausgezeichnet worden bin damals. Und ich habe ihm geantwortet, dass die Freude, meinem Land damit dienen zu können, die schönste Auszeichnung für mich ist. Wir sind keine gewöhnlichen Normalbürger. Oh, nicht doch. Diesmal nicht. Oh, nicht doch. Wir sind Amerikaner. Oh, mein Scheiß ist das. Tja, allein zocken ist wirklich mies. Immer kommt der Bube raus, wenn ich eine Dame will. Ist nun mal so im Leben, aber mach doch aus dem Buben eine Dame. Sag mal, willst du mich verarschen oder bist du tatsächlich so dämlich? Ja, zeig mal her die Karte. Im Ernst? Hast du Ahnung? Die ganz große. Diesen hier, Spitzbube. Bube. Dame. Du siehst, ein Kinderspiel. Kannst du mir das beibringen? Das möchte ich fürs Pokern lernen. Na, fürs Pokern gibt's auch viel bessere Sachen. Pass mal auf. Leicht. Kann ich mal probieren? Aber gern. Die Hauptsache hast du vergessen. Der Trick ist also, dass man die Karten richtig mischt. Der Trick ist erstmal, dass man die Tür aufmacht. Wo ist denn? Wo ist Hopp! Denn? Hopp! Hopp! Hier ist der Junge! Du hast ja ein Loch im Zahn, das riecht ja schon. Da werde ich dir mal eine Blombe reinschießen. Denn der Geruch macht einsam. Na los, hol die Schlüssel! Na, komm mal her. Ich zeig dir mal den Verdunklungshammer. Na,
Na komm. Noch ein Stück. Ja. Gelle? Warum hast du eine Zigarre im Mund? Weil ich Raucher bin. Das vergeht dir noch. Wer war das? Ich. Gefällt er Ihnen? Sag mal, kennen wir uns nicht von früher? Bestimmt nicht. Ich bin nämlich nie Affenwärter im Zoo gewesen. Für die Bemerkung hau ich dir die Zähne raus. Aber Männer ohne Zähne gehören nicht an die Front. Da kommst du sowieso nicht hin. Ihr seid nämlich erst mal hier, um zu lernen, was ein richtiger Mann ist. Und das ist meine Aufgabe. Ich werde euch gleich mit meiner Methode bekannt machen. Ich verlange von euch, dass ihr lächelt. Und mir in jedem Fall antwortet, ich habe nichts gespürt, denn ich bin ein Soldat der 5. Kavallerie. So, nun wollen wir das mal probieren. Kann ich so lange in die Kantine? Hoi! Hat das wehgetan? Nein, Sir. Warum nicht? Weil ich Soldat der 5. Kavallerie bin. Hat das wehgetan? Nein, Sir. Warum nicht? Weil mein Schlüsselbein aus Plastik ist. Das auch nicht? Nein, Sir. Warum nicht? Weil es nicht mein Fuß war, sondern ihm seiner. Aha. Kein Zahn im Maul, aber in der Kirche La Paloma pfeifen. Links! Ab! Ihr marschiert jetzt zum Hauptlager! Vorwärts! Marsch! Hey! Du! Bleibst du mal hier? Haltet den Mann auf! Aber vielleicht wird's bald! Festnehmen und herbringen! Aus dem Weg, du! Dieser Rotschlümmel hat unseren Major beleidigt! Hier, lass dir den Mantel draus machen! Dunkel hier! Das ist doch wohl nicht möglich! Ihr werdet doch mit einem Mann fertig werden! Ich will frei sein! Komm runter! Nochmal sage ich's dir nicht! Nein, ich habe Angst, dass sie mich hauen! Unser Major sieht es nicht gern, wenn er von einem Gefangenen an der Nase rumgeführt wird. Die Nase von dem kann ich sowieso nicht leiden. Schrecklich dreckige Nase. Die Nase, den Mast durchsägen! Nicht doch! Oh. Soll das hier ernst sein? Nicht doch! Sergeant, sagen Sie ihnen, sie sollen aufhören! Bitte, bitte, die sollen sofort aufhören. Ich habe Angst, dass ich runterfalle. Gut. Kommst du von allein runter? Selbstverständlich. Ja, ich komme. Ich komme. Ja. Allerdings, wenn ich hier Stachelschwein-Ponem sehe, dann will ich doch lieber frei sein. Frei sein wie ein Geier in der Luft. Er ist verrückt, Herr Mann. Sägt ihm den Ast ab. Oh, Sergeant, Sie können einem Mann doch nicht den Ast absägen. Dann ist man doch kein Mann mehr. Oh, mir wird ganz schwindelig. Nein! Er ist doch wirklich nicht dicht! Schnappt euch den Burschen! Hilfe! Nein, ich komme hier nicht mehr raus! Hilfe! Hier, damit du nicht verhungerst! Oh, meine Birne!
Ach, lach nicht so natürlich, ja? Und jetzt? Jetzt ist endgültig für dich der Ofen aus, mein Sohn, das schwöre ich dir. Na los, los, los. Den Gefängnisschlüssel! Schlüssel heißt das. Da, wo Jael wohnt? In die Tür. Danke, und auch Zeit. Werden hier. So, rein mit dir. Hier bin ich, Schnullerbacke, und jetzt mache ich einen Abgang. Empfehlung an die Eltern, ja? Yes, sir. Und Buscher. Alle Mann vor das Vor. Wenn ihr den Kerl nicht zurückbringt, lasse ich euch alle umlegen. Ja! Wieso denn? Kommt doch frische Luft rein! Nochmal lasse ich dich nicht entwischen, du. Das schwöre ich dir. Merkwürdige kleine Aschbecher habt ihr. Ich doch, bist du wahnsinnig? Die Kanone ist geladen, Menschenskind! Das hoffe ich. Um Gottes Willen, nicht schießen, ihr Idioten! Die Kanone zielt auf unsere Pulverkammer. Wenn ihr sie zündet, sind wir alle verloren! Da sag ich immer, Analphabeten können nicht denken. So geht doch. Was wollen Sie eigentlich? Zunächst mal brauche ich meinen Hut. Komisch, bisher haben Sie mich immer geduzt, Sergeant. Nun könnte ich Sie duzen, aber ich sage weiterhin Sie zu Ihnen. Die Umgangsformen müssen bleiben. Ich sage Sie, Arsch. Sie müssen wissen, ich habe eine merkwürdige Angewohnheit. Mein Hut nehme ich nur zurück, wenn er voll Geld ist, Sie, Arsch. Na, sammeln Sie. Nie Bettler gewesen, was? Einfach rumgehen und ihn hinhalten. Den Hut meine ich. Ja, ja. Nun gib was. Der Mann braucht Geld. So ist es, Sie Arsch. Weiter so. Sie machen das sehr gut. Lernen Sie daraus, vielleicht brauchen Sie es mal. Ach, da sehe ich ja meinen Colt. Er möge ihn mir umschnallen. Na, schnall ihm. Mach schon. Herzlichen Dank. Nicht zu eng, bitte. Danke sehr. Sie machen das ausgezeichnet, Sie Arsch. Wenn Sie irgendwann in Ihrem Leben mal rasiert sein sollten, engagiere ich Sie vielleicht als Butler. Kommt von Ihnen keine Spende? Naja, geht doch. Soll ich Ihnen den Hut aufsetzen? Da soll ich ihn fressen. Na? Oh. Nicht vergessen, Sie sind außer einem Arsch auch noch Soldat der 5. Kavallerie. Nun werden wir das Tor mal wieder öffnen. Die Indianer sind wirklich zu dämlich. Die sind auf unseren Plan reingefallen. Sie schulden der Kavallerie der Vereinigten Staaten 2 Pferde und eine Kanone und dann lassen Sie diesen Irren auch noch entkommen. Tja, Colonel, wir müssen uns was einfallen lassen, damit wir nicht absaufen. Aber denken Sie daran, wenn Sie irgendein linkes Ding vorhaben, Sergeant Milton ist im Handumdrehen im Vor und stellt die fürchterlichsten Dinge mit Ihrem reizenden Fräulein-Tochter an. Sie wiederholen sich, Meister. Und machen Sie ein freundliches Gesicht. Schließlich müssen Sie nur Ihren Namen schreiben, weiter nichts. Ich bin Rechtshänder, aber lieber würde ich 20 von Ihren Leuten mit links umlegen. Na, kommt vielleicht auch nicht so an. Ich kann übrigens nicht schreiben. Tun Sie so, als ob. Den alten Zausel da kennen Sie ja wohl. Oh. Das ist doch ein Indianer. Sieht so aus. Nein, der Mann kennt mich sitzen zu gut. Bleiben. Ich kann mit dem keine Geschäfte machen. Der kennt mich schon als kleines Kind. Na ja, aber heute sind Sie erwachsen und haben einen angesenkten Bart. Das ist der Mann, der in die Ferne blickt, ein Häuptling. Ich glaube, der hat mich schon erkannt. Lass es, er hat eine. Hat es nicht, ja? Ja, da. Ja, das ist C. Ja, die A. Sieht sie, ne? Ach, komm, ne? Ola. Bell, ja, die Hunde. Was sagt er?
Der Häuptling hat gesagt... Halt dich zurück, ich verstehe, bin ja nicht taub. Sie verstehen das? Wie kommt das? Das ist eben der Löffel, der Göttliche. Rate, Raticha! Schocke, Schadina, genau. Na, nia, de, do, na, kochte dich nicht. Was, tschö? Der Häuptling hat was gesagt. Ja, das sehe ich doch. Ich bin ja nicht taub. Bin auch nicht taub. Mich interessiert, was hat er gesagt? Der Häuptling unterschreibt nur, wenn der nette Colonel mit dem roten Vollbart unterzeichnet. Das ist gefährlich. Ja, was ist denn nun? Ich werde die Unterzeichnung unterwachen, die Überzeichnung unterzeichnen. Na, ist ja auch wurscht, Sie wissen, was ich meine. Drei Kreuze wird er machen. So. Ist hier soweit alles vorbereitet? Ja, Major, Sie brauchen hier nur noch zu unterzeichnen. Was für ein Warte, Julia. Schade, achten. Connor, Ola, ja, der Hollo. Was will er nun wieder? Eine kleine Extra-Zuwendung? Flasche Feuerwasser? Na, übersetzen Sie doch mal, Sergeant. Nein, das sollten Sie ihm besser klar machen, Colonel. Also, der Häuptling ist sehr glücklich über den Tausch. Aber er möchte gerne wissen, warum Sie ihm all das fruchtbare Land mit Wasserstellen und Büffeln geben für eine Felsenhöhle, in der absolut nichts drin ist, außer ein bisschen Goldstaub. Der aber nicht aus dem Felsen stammt. Na, das ist ja ein Ding. Ja, sicher, das ist Gold. Aber das ist ganz billiger Goldstaub. Kann man in jedem Laden kaufen. Und Ihr Kontrahent ist ein gewisser Nobody, Major. Sie haben ihn ja schon mehrmals von Ihren Männern suchen lassen und hatten ihn ja schon bereits hinter Schloss und Riegel. Nur warum das hier mit dem Goldstaub, das verstehe ich Das nicht. Kann ich Ihnen sagen, weil er mit dem alten Indianer unter einer Decke steckt und mich aufs Kreuz legen wollte. Und ich muss leider zugeben, dass ihm das auch gelungen ist, aber dazu brauchte er dich, damit er mich in aller Öffentlichkeit dazu zwingen konnte, dich als Colonel Pembroke anzuerkennen. Oh! Tja, und die 300.000 Dollar waren nur ein Vorwand, damit du anbeißt. In Wirklichkeit wollte er nur den Indianern das Land zurückgeben. Indianer! Das ist richtig. Der Junge hat einen ausgemachten Indianerfimmel. Verstehst du das, was er sagt? Der steckte mit dieser alten Indianermumie unter einer Decke. Darum hat er mich auch mit reingezogen, diese linke Sau. Der wollte mich in die Pfanne hauen. Und jetzt willst du ihn in die Pfanne hauen, hm? Ja, darauf könnt ihr euch verlassen. Major, vielleicht hat er ihn in die Pfanne gehauen. Ich meine, vielleicht hat er ihn angeschmiert. Aber Bill würde nie im Leben seine Freunde verraten. Sieht er es vor, gehängt zu werden? Oh, Bill hat doch Indianerblut in sich. Und ein Indianer wird nie jemanden verraten. Nicht einmal die, durch die er selbst verraten worden ist. Indianer nicht, aber ich tu das. Ich verrate alle, jeden. Dich, meinen Vater, meine Mutter, meinen Opa, jeden. Hör doch mal auf zu sabbeln. Mir machst du doch nichts vor. Wenn er sowas gemacht hat, dann wird er schon einen triftigen Grund dafür gehabt haben. Und ich habe genauso viel. Ich habe noch mehr triftige Gründe, es ihm mit gleicher Münze heimzuzahlen, diesem Dreckstück. Das solltest du lassen, sonst kannst du bald Tante zu mir sagen. Ich weiß nicht, wie du mich überzeugen willst. Major, verlangen Sie von mir, was Sie wollen. Nun, du bist ja wohl davon ausgegangen, dass wir uns die 300.000 Dollar teilen, nicht wahr? Dann müssen wir auch alles genauso machen, wie es sich unser Freund gedacht hat. Nur mit einer winzigen Variante. So, Colonel Pembroke, Sir, ich übergebe Ihnen hier mit 300.000 Dollar mit der Auflage, Sie der Regierung der Vereinigten Staaten auszuhändigen. Ich wünsche mir, es reicht halt. Sir, wir bitten Sie noch, den Empfang zu bestätigen. Na, machen Sie drei Kreuze drunter, wenn Sie Ihren Namen nicht schreiben wollen. Hören Sie zu. Lassen Sie unsere schnellsten Pferde anspannen. Ja, Sir. So. Die Pferde, die wir eben angespannt haben, sind vollkommen ausgereizt. Ich danke Ihnen. Achtung, Eskorte! Aufgesessen! Würden Sie mir die Ehre geben, Colonel, Ihre Eskorte persönlich bis nach Albuquerque führen zu dürfen? Nein, ich... Sehr freundlich von Ihnen, Sir. Vielen Dank. Darf ich? Danke. Das ist die kleine Variante, von der ich vorhin gesprochen habe. Wenn unser schlauer Freund nämlich den Einfall haben sollte, die Kutsche zu überfallen, wird er das Geld auf keinen Fall bekommen. Meine Liebe, seien Sie so freundlich und zeigen Sie Ihrem Herrn Vater mal unsere kleine Überraschung.
Ziehen Sie mal auf. Ihr Freund Nobody wird, wenn er eine Tasche kriegt, diese mit diesem wertlosen Inhalt bekommen. Das Gesicht, wenn die sehen, wenn er die Tasche aufmacht. Ist das herrlich, dass ich sowas Schönes erleben darf? Das wirst du auf jeden Fall, schätze ich. Denn bestimmt wirst du dabei sein, wenn er die Tasche öffnet. Ein echter Colonel lacht nicht so ordinär. Mal sehen, was das für eine Überraschung wird. Sie wollen Colonel Pembroke töten! Sie wollen Colonel Pembroke töten! Damals! Hey! Sie wollen Colonel Pembroke umbringen! Hey! War das nicht eben ein schwarzer Mann auf dem schwarzen Pferd? Tja, jetzt sehe ich einen weißen Mann auf einem weißen Pferd. Das ist Nobody! Sie wollen Colonel Pembroke töten! Sie trachten Colonel Pembroke nach dem Leben! Colonel Pembroke, man trachtet ihn nach dem Leben! Was? Wer? Wer will mich umbringen? Ich, Keule. Los, du! Major, befehlen Sie Ihren Männern, sich zu entwaffnen. Na, tun Sie doch, was er sagt, sonst tötet er ihn wirklich! Sie lassen mir ja keine Wahl. Ich werde den Befehl geben. Das Leben des Colonels steht auf dem Spiel. Also tut, was der Mann hier verlangt. Eskorte, entledigt euch eurer Waffen. Da drüben hin. Los, die Waffen weg! Waffen entledigen! Die Waffen! Kommen! Hierher! Würden Sie mir bitte die Mappe mit dem Geld rüberreichen? Major, als Ihr Vorgesetzter befehle ich Ihnen, die Tasche mit dem Geld auszuhändigen. Zu Befehl. Entschuldigen Sie. Danke sehr. Auch Ihnen herzlichen Dank. Riech mal noch mal dran mit einer Indianerzwiebel. Oh. Hm. Sie sind die hübscheste Motte, die jemals ein Offizier zustande gebracht hat. Danke, das ist sehr nett. So bin ich nun mal. Ich habe eine Bitte. Verschonen Sie meinen Vater. Ich wollte ihm nichts tun, ich wollte ihn als Geisel nehmen, aber dann nehme ich eben Sie mit. Na los, rauf auf den Zossen. Ich nehme an, Sie sind etwas durcheinander. Ich bin doch nur der Major, er ist der Colonel. Mach deinen Mund zu, komm, Staub rein. Ich wünsche gute Weiterfahrt, Colonel. Miss? Na dann mal los. Na, Tempo. Tempo, 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 du Schnauzbart. Na los, du Zickenbock. Worauf wartet ihr? Hinterher, haltet den Major. Vielleicht wird's bald. Alle Mann aufgesessen hinter dem Major her. Marsch! Wenn ihr den Major nicht retten könnt, dann rettet wenigstens das Geld! Und was bitte darf ich jetzt machen, Colonel?
Du stellst dich hier hin und passt auf, dass keiner die Straße klaut. Ja, Sir. Colonel. Ja, ihr Colonel. Nun stellt sich nämlich heraus, wer der wahre Meister der Situation ist, das wahre Organisationsgenie. Ja? Ihr Partner hat sie offenbar aufs Kreuz gelegt. Zum Organisieren muss man eben geboren sein. Und da sind auch schon Jelly Roll und seine Männer, um mit ihnen abzurechnen. Das Geld. Wo ist das Geld? Das liegt in der Kutsche. Dort ist es sicher. Und das bei dem? Da dürfte es bereits weg sein. Schießen, ich bin's, Mensch! Thank you.
So, nur ich. Nicht mit mir, du! Lass das los! Die Kutte ist sowieso schon zu lang! Hier kommt der Bahnsteig, Endstation! Na, was noch? Guten Tag, was machen Sie denn da? Ich wohne hier. Dankeschön. Bitte sehr. Na ja.
100.000 Dollar gehen in Rauch auf. Verletzt? Ja. Wo denn? Hier. Ich will jetzt wissen, und zwar will ich es sofort wissen. Was geht hier vor, Himmelarschloch? Es läuft alles so, wie es laufen sollte. Alles nach Plan. Hey, sollen wir da jetzt unseren Lohn abrechnen? Ja, kommt her, Jungs. Die Kasse hat gerade geöffnet. Was? Kasse? Ich verstehe nicht. Ah, ja. Hier kann jeder von euch kräftig einen abbeißen. Nun kommt, seid nicht so schüchtern! Hey, Mister! Vielen Dank nochmal für den Auftrag, dass wir das Loch für Sie durch den Felsen springen durften. Hoffentlich war es genehm so. Ausgezeichnete, saubere Arbeit. Trotzdem bin mir beinahe daran erstickt. Ein Meisterwerk, Nobody, ein echtes Meisterwerk. Ja, du Geige. Ich bin nur Bahnhof. Der Dank gebührt nicht mir, es ist hauptsächlich der Verdienst meines Partners. Scheint aber nicht zu wissen. Vielen Dank, Jungs. Oh, und ein besonders schönes Päckchen für dich. So, danke. Habt ihr prima gemacht. Ja, danke, sehr saubere Arbeit. Auch dir vielen Dank. Danke. Okay. Tja. Oh, das hat sich gelohnt. Ach, das müssen wir da wollen wir. Zieh mal ein Stück weiter. Oder vielleicht mal nach Hause. Tretet näher. Man hat mich also gelegt, aber nicht aufs Kreuz gelegt. So könnte man es ausdrücken. So, nun klär mich mal auf, ja? Ich stehe nämlich immer noch im Wald. Also pass auf. Du bist ein Indianer und Jelly Roll ist ein Indianer. Ist klar? Und ich bin Indianer-Freund. Ne? Und da Cabot, Thomas, Mortimer und all die anderen weißen Ratten euch ausgebeutet haben, bis Blut kommt, da habe ich mir gesagt, jetzt drehen wir den Spieß mal um. Zunächst einmal mussten wir an die 300.000 rankommen, die euch Indianern zustehen. Also habe ich mit Jelly Roll einen perfekten Plan ausgearbeitet. Geht ein, ja? Und dann haben wir das mit ihnen gemacht, was sie mit euch Indianern machen wollten. Sie gegeneinander ausgespielt. Und das Geniale an dem Plan ist, sie können an euch keine Rache nehmen, weil sie von nichts eine Ahnung haben. Übrigens, unsere einzige Investition war $2,97 Dollar inklusive Mehrwertsteuer für den Goldstaub, den wir in die Höhle geblasen haben. Es gibt Zeiten im Leben, wo man glaubt, dass Geld das Wichtigste ist, was es überhaupt auf dem ganzen Erdball gibt. Aber was ist Geld? Was sind schon ein paar Kohlen gegen eine Freundschaft? Geld vergeht, meine Freundschaft nie. Das finde ich aber beachtenswert, dass du das erkannt hast. Eben, was sollen wir mit den Kohlen? Die kann euer Volk viel besser gebrauchen. Ehre, wem des Kaisers Kleid gebührt, oder wie der Spruch heißt.
Hör auf zu grübeln, das verstehst du doch nicht. Hey, du! Wisst ihr noch? Die Sonne berührte gerade die verschneiten Bergspitzen. Es sah aus wie in Blut getaucht. Die Felsen warfen riesige Schatten in das endlose Tal und im klaren blauen Himmel gleitet schwerelos ein großer Vogel durch die Lüfte. Das sind die Flügel, die Luft durchschneiden. Ja. Mhm. Ach, das soll wieder das Pferd sein. Sehr richtig. Warte! Wie seht ihr denn alle aus? Wie sind die denn angezogen? Die sehen ja aus wie die letzten Städter. Wo ist denn ihr Federschmuck? Na, Federn magst du doch nicht mehr. Nobody, adieu. Wieso? Wo sollen wir denn hin? Du verstehst, dass ich bei Bill bleibe, ja? Du weißt doch, wir wollen so richtig aufräumen in Amerika. Und warum ist mein Großvater auch hier? Er bleibt auch hier. Er verkörpert die Vergangenheit. Der Halunke hat an alles gedacht. Du bist wirklich der Größte.